5 Minuten nach 7. Guten Morgen, Österreich. Schön, dass Sie heute wieder mit uns aufstehen. Wir begrüßen Sie heute aus dem Storchen-Idyll Österreichs, aus Rust am Neusiedlersee. Ja, und hier gleich neben Rust liegt Mörbisch. Und da heißt natürlich wieder herzlich willkommen bei den Seefestspielen. Am 7. Juli ist Premiere. Der Vogelhändler steht heuer auf dem Programm. Gleich bei mir zu Gast die Intendantin Dagmar Schellenberger und Schauspieler Gerhard Ernst. Und jetzt schauen wir mal rein, wie es denen bei den Proben so geht. Das Tirol von Karl Zellers Vogelhändler ist diesen Sommer nicht von beeindruckenden Berggipfeln umgeben, sondern liegt am Ufer des Neusiedlersees. Eine überdimensionale Kuckucksuhr dominiert das turbulente Geschehen rund um Vogelhändler Adam und seine Christel von der Post. Bis zum Happy End gibt es jede Menge Missverständnisse. Um einander eifersüchtig zu machen, schauen sich Christel und Adam in Liebesdingen kurzfristig anderweitig um. Der Vogelhändler ist eine Operette, die auch ohne Ballett funktioniert. Doch was wäre Mörbisch ohne Ballett? 48 Tänzerinnen und Tänzer sollen für schwungvolle Tanzeinlagen mit Überraschungseffekt sorgen. Und das wird bestimmt gelingen, da bin ich überzeugt. Mörbisch, immer wieder ein Erfolg. Herzlichen Glückwunsch schon vorab, Dagmar Schellenberger. Die letzte Premiere am 7. Juli. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Und Gerhard Ernst, hallo. Schön, dass auch Sie da sind, Kammerschauspieler. Sie wirken mit. Mögen Sie den Vogelhändler? Ja. Ja? Ich mache vor allem die Intendantin, aber das ist nicht der Grund, warum ich da bin. Gut, die Intendanz in Mörbisch ist ja dieser Woche ein heißes Thema. Ja? Ja. Sie haben Ihre letzte Inszenierung jetzt. Ja. Gerhard Pichowetz ist jetzt wieder ausgeschieden. Er wollte ja sozusagen direkt auf Ihre Intendanz folgen. Ein bisschen Theater, ein bisschen Operette war das jetzt auch in den letzten. Möchten Sie das? Also nicht, ich würde gerne, dass Sie das kommentieren. Nein, das tue ich nicht. Ja. Den Gefallen tue ich Ihnen nicht. Es ist jetzt die Saison, vor allen Dingen, weil es eine Jubiläumssaison ist. Ja? Und das finde ich viel interessanter. Es gibt die Seefestspiele Mörbisch jetzt seit 60 Jahren. Sechs Jahrzehnte in dieser Region, was da entstanden ist, auch aus einem kleinen Festival, immer größer, immer größer. Und diesen Bogen, dieses sensationelle Festival möchte ich eigentlich dieses Jahr feiern. Das ist für mich wirklich, alles andere kommentiere ich nicht. Das ist für mich das Wichtige, die Leute zu begeistern am Abend mit, und dann noch mit einer Operette, die wie die Faust aufs Auge nach Mörbisch passt, bodenständig und wie schafft man das, Menschen sechs Jahrzehnte lang zu begeistern? Wie schaffen immer wieder, Sie das? Immer wieder neue Ideen, authentisch sein, die Operette ernst zu nehmen. Nicht, dass es nicht lustig wäre oder sowas, aber so das Medium ernst zu nehmen. Ja, die großen Gefühle, die drin sind, dass den Menschen unterhalten werden mit opulenten großen Bühnenbildern, dass man Teams zusammenstellt, das ist ja nun letztlich meine Aufgabe. Das ist eine große Stärke. Danke. Aber die gut miteinander können, weil das merkt das Publikum und auch, wie es funktioniert, wie ist die Chemie auf der Bühne. Opulente Bühnenbilder, wo sich große Verwandlungen, wo man mit offenem Mund drinnen sitzt und staunt. Ja, das ist, macht die Magie auch aus. Sie sind so verzaubert von all dem. Werden Sie sich überhaupt gut verabschieden können? Sicherlich, ganz bestimmt. Ich muss Ihnen auch sagen, das Burgenland ist mir so ans Herz gewachsen. Für mich ist diese Tätigkeit in Mörbisch kein Job in dem Sinne gewesen, oder ist es ja noch, sondern eine Herzensangelegenheit. Werden Sie die Dagmar Schellenberger vermissen? Ich werde sie vermissen, wenn ich sie zwei Stunden von der Probe, wenn ich weggehe. Aber da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Sie wissen schon, was die Dagmar Schellenberger vorhat, unmittelbar Ich habe es vorgestern am Feuerwehrfest in Mörbisch erfahren. Und habe mich dann niedergetrunken. Na geh, jetzt müssen wir das Geheimnis lüften. Machen Sie das bitte nicht, das heißt, ich tue hier Geheimnisse ausplaudern. Nein, ich hab's erfahren, aber ich freue mich natürlich. Was macht die Dagmar Schellenberger am 8. Juli? Nein, nicht am 8. Juli. Immer noch am Tag nach der Premiere? Nach dem letzten Vorstellung. Nach der Derniere. Die Derniere wird unser Polterabend praktisch sein. Bitte. Also ich habe im Burgenland oder eben auch in Österreich mein Glück gefunden. Und das ist schön, wir werden heiraten am Tag nach der letzten Vorstellung und das im Burgenland, in Mörbisch. Also jetzt nicht, ich werde auch immer dem Burgenland verbunden bleiben, egal was dann kommt mit Jobs und so. Also für die große Liebe, du natürlich auch, lieber Gerhard, wir werden immer verbunden bleiben. Aber um das mal wieder zurückzugeben. Es gibt eine Hochzeit. 14,
haben wir haben wir Silberhochzeit gefeiert auf der Bühne als Tevje und Golde. Und das wird uns, unser ganzes Leben wird es uns begleiten. Ja, das ist nicht zu toppen, was wir da gemacht haben. Aber Verbindung. Für ein Heirat, das ist bei euch nie ausgegangen, eine Liebesbeziehung. Da haben wir uns zu spät kennengelernt. Ah, ja. Vielleicht mögen wir uns zu sehr dafür. Das kann auch sein. Hier ist sie und sie ist nicht nur die Intendantin der Seefestspiele, sie ist auch die Braut, die sich traut. Ja, das muss ich jetzt schon sagen. Sie heiraten. Ja. Das stimmt. Gerhard, du wirst es verzeihen. Gerhard Ernst, ja, was sagen Sie dazu? Ja. Er ist eifersüchtig, leider, der arme Mann. Nein. Gratuliere. Sag lieber nicht. Gratuliere und freue mich für das junge Glück. Das schaue ich nicht. Also, Sie bleiben dem Burgenland erhalten. Es ist ja Ihre letzte Vorstellung, letzte Inszenierung. Ja. Der Vogelhändler am 7. Juli ist Premiere. Und Sie bleiben dem Burgenland privat verbunden. Ich bleibe dem Burgenland einerseits privat verbunden, aber das ist die eine Geschichte. Wir heiraten auch in Mörbisch. Also, das soll der ganze Ort, hat die Gelegenheit auch, mit uns sich gemeinsam zu freuen. Und ich habe so viele Freundschaften auch gewonnen im Burgenland. Und wir lieben das Burgenland, wir lieben den Neusiedlersee. Und egal, wo man lebt, wo es einen hintreibt, wird diese Beziehung nicht kaputt gehen. Die wird bleiben. Es ist echt und wahr. Schön, dass Sie dieses... Sie leben ja auch hier und Sie haben ja ein Haus, glaube ich, sogar, ja, in Mörbisch, oder? Genau, was passiert denn damit? Mörbischerin. Reden wir mal, wenn die Kameras aus sind, gell, junger Mann? Du bist schon eingeladen. Am 7. Juli geht's bei euch los. Toi, toi, toi für die Premiere. Alles im Griff? Alles, wir haben alles im Griff. Er sieht entzückend aus als Protekan. Ich bin der Protekan, ist ja nur das berühmte Lied. Ja. Und, trotz Perücke erkennbar. Na, da freuen wir uns. Super. Ich kommt drauf an, wie die Perücke Gute aussieht. Schön. Für Arbeit. Schöne. Komm und schauen. Mach mal. Bitte, das probate Gelsenmittel brauchen wir noch von euch Mörbischer Probten. Das muss ich unbedingt sagen, da es keine Gößen mehr gibt, haben wir dieses Jahr ein Gößenballett auf der Bühne. Zweibeinige hübsche Gößen, die suchen dann also hübsch anzusehen sind und ganz lustig sind, also, weil es keine mehr gibt. Garantiert Gölsen. Naja, es gibt, ich habe schon ein paar erwischt. Mir gehen die immer gerne. Also es ist nicht die Gelsenreitschule mehr. Alles klar. Okay. Ich danke euch.